herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und wie angekündigt in der letzten Folge ist heute das Rätsel hier angesagt. Wir rätseln uns jetzt quasi hier durch diese Grabstätte. Wer wissen will, wie wir da hingekommen sind, schaut euch die letzte Folge an von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Da sind wir hierher gewatschelt quasi. Und dann wollen wir mal loslegen. Also, hier muss ich erstmal rüberspringen. So sieht das für mich aus. Oh, ho, ho, das ging ja schon mal gut los. Da klappt das auch noch weg, weil es nicht schön genug hat. So. Ah, ja. Da drüben ist was zum Abfackeln und hier ist der Molotow-Cocktail dazu. Jetzt müssen wir gucken, wie das funktioniert, weil das wird wieder nicht so funktionieren, dass man einfach draufschmeißt. Ihr seht, da ist wieder Wasser. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da irgendwie... Ich probiere es jetzt einfach mal. Werfen wir mal dahin. Nicht gut. Zu viel Wasser. Okay, dann müssen wir später machen. Dann müssen wir gucken, wie wir das Wasser auskriegen. Gucken wir erstmal weiter, wo es weitergeht. Ich schätze mal geradeaus durch. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ja. So, was haben wir hier zum Einsammeln? Zeugs, Zeugs. Noch ein Kopf. Ah, hier sind mehr. Hier sind noch mehr Molotow-Cocktails. Nehmen wir mal einen mit. Das Erz nehmen wir natürlich auch mit. Und schauen. Oh. Okay, hier kann man rüberspringen. Wir schauen uns aber erstmal weiter um. Da geht es auch weiter hoch. Da ist es. So, na. Ich muss einen Weg hineinfinden. Komm, nimm mal weiter mit. Und dann schauen wir uns mal um. Gehen wir mal hier hoch. Das ist nicht so einfach. Kommen wir da rüber? Ich weiß es nicht. Oh, das war shit. Das war nix. Okay. Das war schon mal nix. Aber das ist bei diesen Grabrätseln nun mal so, dass es nicht so einfach ist. Gut, dann versuchen wir erstmal hier lang zu kommen. Okay. Ja, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Oh, guck an, das Wasser ist aus. Sehr, sehr schön. Oh, verdammt. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Okay. Also wir wissen jetzt, wir können es damit schon mal ausmachen. Das geht nicht. Mich reizt dieser Weg hier oben. Macht das was? Nee. Ah, wo geht's da lang? Warte mal, wir gucken mal, was hier lang geht. Nee, da geht's auch nicht hoch. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Bringt uns auch nichts. Gehen wir wieder mal zurück. Oh, was ist denn das? Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Zu erforschen gibt es hier aber schon mal nichts. Wo geht's denn hier runter? Oder kamen wir da? Ah, da kamen wir her. Da kamen wir her. Ah, da! Ist auch noch was, wo man langkommt. Und dann kommen wir hier hoch. Sehr, sehr gut.
Jetzt sind wir oben am Wasser. Ah. Und hier haben wir jetzt definitiv mal was, wo man was festmachen kann. Nur wo ist das Gegenstück davon? Gucken, ob wir das entdecken. Nee. Da auch nicht. Gut. Wo geht's hier hinten hin? Da ist dunkel. Oh, das ist dunkel. Also das ist, das funktioniert, aber was bringt uns das? Nichts. Wir brauchen das den Gegenpol. Aber hier gibt's keinen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass hier keinen gibt. Es muss einen geben. Vielleicht ganz da drüben. Schwierig, schwierig. Wo ist das Gegenstück? Ich sehe es nicht. Müssen wir nochmal runter. Also hier ist nichts zu entdecken. Oh, was ist das? Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Russisch wird verbessert. Sehr gut. Also wir wissen, wenn wir da dran springen, dann geht's Wasser runter. Aber wo ist zum Geier dieser... Gegenpunkt für das Seil oben. Wahrscheinlich ist das Rätsellösung relativ einfach, nur ich komme nicht drauf. Das verstehe ich nicht. Wie soll ich... Jetzt ist Wasser auch nicht mehr gestoppt. Verstehe ich nicht. Also ihr seht schon wieder, das wird eine Rätselfolge. Das wird eine absolute Rätselfolge. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja, du bist es so einfach. Kann ich den Fall wieder einsammeln oder nicht? Aber auch nirgends ein Gegenpol für den Seilzug, den wir oben gesehen haben. Das ist nicht normal. Und was hat es hier mit auf sich, dass ich daran noch hangeln kann? Ich hab ihn. Oh.
bringt uns das jetzt nichts. Wobei, warte mal, vielleicht habe ich damit das Gegengewicht jetzt blockiert. Das könnte sein. Das werden wir jetzt mal testen. Ah, wir haben uns jetzt das Gegenpol geschafft, auf jeden Fall schon mal. Das müssen wir mal gucken, ob es jetzt auch was bringt. Nee. Das war's auch nicht. Das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlau, was wir hier gemacht haben, weil jetzt haben wir uns das Ding weggeschossen. Oder ist wieder ein neues oben? Ja, da ist ein neues, okay. Das heißt, das können wir nochmal machen. Ich habe eine Idee. So. Es hängt nämlich jetzt da dran und gibt diesen Gegenpol für da oben. Ich liebe dieses Rätsel, aber auch wenn man dann rausgefunden hat, fühlt man sich richtig gut. So. Und wenn ich jetzt... gucken, was passiert, wenn ich jetzt das Ding runterziehe. Weil ich kann mir vorstellen, dass dann das Wasser aus ist. Geschafft. Yes. Und jetzt ein Feuerchen. Jetzt ein Feuerchen, richtig. So, wir brauchen erstmal hier Molotow. Tada! Und wir haben uns einen neuen Weg geschaffen. Super! Rätsel gelöst, hat gar nicht so lange gedauert. Wie ich dachte. Schauen Sie jetzt hier. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ach du Scheiße. Oh, guck mal, was wir hier noch so entdecken. In so Räumen muss man sich immer genau umschauen. Da findet man oft noch viel mehr. Hier ein Logbuch. Kann ich nicht mal telefonieren? Das ist ja auch nicht. Hier ist nicht. Oh, oder was? Nee, da ist nichts. Aber hier sind Sachen. Mehrere Sachen. Schönes Pferdchen kann ich nicht mitnehmen. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Neue Fähigkeit gemeistert. Wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Oh, das ist nicht schlecht. Grab abgeschlossen. Die rote Mine. Warum haben Sie das Ding hier rausgezerrt? Da ist aber noch ein Kistchen, das sehe ich. Ein Pilz ist da drin, sowas. So viel beschädigt. Oh, Münzchen. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Und hier ist dann wohl der Ausgang. Scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Schauen wir doch mal, ob er rausführt, aber ich nehme es mal stark an. Oh. Scheint nachzuladen, es leckt ein bisschen.
In WVW würde ich jetzt sagen, jetzt kommen gleich die Monsterhorden. Ja, und am Ende noch ein Doppelsprung, weil es auch nicht so schwer ist. Weil es nicht schon schwer genug ist. Na? Fängst du dich oder was ist hier los? So. Hier geht's hoch. Müssen wir noch einreißen. Und ich würde fast sagen, hier sind wir vorhin reingegangen. Und hier kommen wir wieder raus. Ja, ich weiß, wo wir sind. Aber nee. Wir bleiben hier oben. Ich meine, hier kommen wir. Nee, das ist der Weg nach oben. Wir waren schon richtig. Da kämen wir wieder ins Grab rein. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja raus. Wir müssen geradeaus. Und hepp. Genau. Und dann kommen wir langsam aber sicher wieder raus aus diesem Gräbchen. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar immer noch nicht Jakob gefunden. Oder die verbliebene Höhle, die uns noch fehlt, wegen diesen Pflänzchen. Aber wir haben ein Grab gelöst. So, hat ja auch was für sich, ne? Übrigens, wenn euch das Let's Play gefällt, dann sagt es uns. Lasst einen Kommentar da, liked oder abonniert uns. Und schaut euch doch auch mal bei uns im Kanal um. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Videoserien zu diversen Spielen. Da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was mit dabei. Und wenn ihr mit uns zusammenspielen wollt, dann empfehle ich euch unsere Serie Guild Wars 2. Wir spielen mit euch. Da steht in der Videobeschreibung, da wir in Videos drin, wie das geht, dass ihr mitspielen könnt. Und das Spiel ist auch wirklich free to play. Und ihr könnt das meiste mit uns auch im Free-to-Play-Modus machen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da mitspielt. Einfach mal bei uns im Kanal gucken. So, jetzt müsst ihr doch gleich draußen sein. Ich sehe schon wieder Tageslicht, oder? Nee, das ist Lemge. Noch ein Lemge ist das. Aber hier sind wir wieder am Tageslicht und haben das Grab beendet. Jetzt sind wir wieder in der Sowjetanlage. Saubere Arbeit, Frau Croft. Jetzt müssen wir gucken, wie wir weiter hochkommen, weil irgendwo oben soll Jakob sein. Oh, hier kann ich was bergen. Was ist das? Irgendwas Papiermäßiges. So, hier geht's hoch. Das hört sich immer so an, als ob hier jemand laufen will, dabei schlagen hier nur die Sachen gegen. Das haben wir ja auch schon gemacht. Oder soll das hier etwa das schon gewesen sein, was hier in dem Bereich geht? Das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal, wo es hier weitergeht, weil da ging es auch nochmal raus. Zielen, rechte Maustaste und linke Maustaste. Seilschwung. Jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ah, so geht das. Verstanden. Hier müssen wir erstmal den Weg frei machen. Okay, also hier geht's dann weiter. Das ist ja jetzt hier. Jetzt ist es wirklich Rätseljumpen. Aber das mag ich ja wirklich. Schaut euch doch mal an, wie toll das hier aussieht, oder? Also, haben sie schon schön gezeichnet alles. Oh. Balanceachs, das wäre nichts für mich in der Höhe. Und dann auch noch mit Sprung. Wow! Ist klar, Freunde. Dann müssen wir links lang.
Wann geht's hier weiter hoch? Hey, nächste Höhenstufe geschafft. Jetzt ist die Frage, gibt's hier noch was zu finden? Was ist das denn da? Ja, guck, habe ich doch gewusst, dass da irgendwas ist. Ja, ist da noch was, oder? Oh, ist voll. Schade, Erz ist voll. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir weiter hier diesen Schornstein oder Turm hoch, was auch immer. Oh, wir sind schon ganz schön hoch, ey. Hab hier den Jackpot geknackt. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts, aber der Kontakt... Der ist ganz tief runtergefallen. So, wo sind wir hier? Ja, wir schauen uns mal um. Das sieht aus wie Stufen zurückfallen. Das ist ja nicht der Sinn. So, ich denke, es war richtig. Oh, das fällt. Hier fällt gleich alles auseinander. Geht's da um die Ecke, ja. Da unten. Warte mal, wir lassen es mal kurz fallen. Ist nämlich noch was. Oh, da hätten wir auch noch was gewesen, aber das brauche ich nicht. Das habe ich relativ voll. Das nehmen wir mal mit hier. Dann geht's hier weiter hoch. Oh! Doppelsprung. Oh, ich darf mal wieder rüberrutschen, ne? Aber erstmal noch ein bisschen balancieren und dann ein Teil. Ha, Kiste, Kiste. Ruski-Kiste. Teil vom Compound-Bogen. Da fehlt mir noch einen, dann habe ich den Compound-Bogen. Cool. So, das ist auch relativ easy, das Rätsel hier. Mann, sind die dumm. Selbst abgefackelt, ich war's nicht. Schon wieder. Wo ist der denn? Das war ja schon ein ganz schönes Gefecht. Was ist das? Was will ich damit? Scheißdreck da. Das ist vom Holocaust. Ach, es war gar keine Kiste. Ich habe gedacht, es wäre eine Kiste. Eine Munition haben wir hier. Hier geht es dann nachher runter, würde ich mal sagen. Da geht's rüber. Ist hier noch irgendwas? Ja, guck hier. Heilblätter.
Zeugs. Komm, ich komme wieder rüber. Hui. Ja, sehr gut. Weil wir müssen, glaube ich, hier weiter hoch. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Das heißt, es gibt hier also auch noch ein Geheimnis irgendwo. Mal gucken, ob wir das entdecken können irgendwo. Na, was haben wir hier in dem Schränkchen drin? Nur was ich voll hatte. So. Jetzt sind wir ganz oben. Ah ne, hier geht's noch weiter hoch. Guck an. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir ganz oben. Und überall führen wieder Wege nach unten, aber ich bin nicht blöd. Junge. Seilschwung. Das ist auch eher ein Weg runter nachher. Das kann ich doch. Haben wir hier Molotow? Nee, schade. Okay, dann müssen wir das per. Ja, das ist auch noch was. Per Seilschwung machen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Das ist aber ganz schön weit, dann. Hat aber funktioniert. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen da! Jacob! Mist! Ich habe so das dumpe Gefühl, dass hier gleich wieder Verbindung kommt. Mist, sie sind schon drin. So Gott will, das wäre fast zu einfach. Lass mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Der neue Bogen freigeschaltet, perfekt. Das war das letzte Teil vom Combo-Side. Bogen, und wo geht's hier hoch? Ah, hier. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte. Okay, jetzt sind wir fast bei Jakob. All das hier stammt aus der Mine? Ja, nach den letzten Meldungen wurden die Arbeit... Achtung! Ich würde sagen, die hat's erledigt. Los hier. Molotow-Cocktail. Erst ein bisschen Munition wieder sammeln, die ich gerade hier überladen habe. Ah, hier brauche ich einen Molotow-Cocktail. Da sind irgendwo Feinde. Packet sie ab!
Aber ich glaube, ich habe sie alle. Möglichst viel Munition sammeln, weil es scheint jetzt ein bisschen mehr Anteil an Kampf zu haben, das Spiel, und mit dem mit dem Maschinengewehr fährt man ja besser. Ja, da kommen noch mehr. Waren das jetzt alle? Oh man, hier ist verdammt viel Gas überall. So, Munition voll, gut. Uha. Haltet sie in Schach! Wow. Ich habe Sichtbestätigung. Tötet sie. Damn it. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Da ist ja noch einer. Ganz schön Action hier. Das heißt, ich brauche auch danach mal eine Pause. Das heißt, wir nähern uns so langsam dem Ende dieses Let's Plays. Ich denke, wir werden hier gleich raus sein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es uns. Lasst ein Like da, ein Kommentar oder im besten Fall sogar ein Abo. Da freuen wir uns drüber. Und schaut euch mal bei uns im Kanal um. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Videos zu ganz, ganz vielen anderen Spielen. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, denke ich. Weg hier. Jacob. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Oh, sie ist so hübsch. Dann verlieren wir keine Zeit. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Bis dahin, tschüss und macht's gut.